Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Maitisarov TV. Zu einem neuen Infovideo sozusagen. In letzter Zeit war ich ziemlich inaktiv und ja, aufgrund der Tatsache, dass ich eigentlich ziemlich heftige Neujahrsvorsätze hatte, dass ich mich halt dazu aufraffe, jetzt jeden Tag immer ein bisschen für Videos zu machen, bin ich euch in meinen Augen trotzdem jetzt mal eine Erklärung schuldig. Ich habe ja bereits in der letzten Monatsrückblickfolge erwähnt, dass in letzter Zeit eben das Wetter auch ziemlich geil ist und ich aus diesem Grund auch nicht allzu viel Lust hatte, für den Kanal was zu machen, einfach weil ich mir Schöneres vorstellen konnte, als im stickigen Dachboden jetzt die ganze Zeit Videos zu machen. Ja, aber das war jetzt auch nicht der einzige Grund, muss ich jetzt mal hier offen und ehrlich zugeben, ne? Also generell habe ich jetzt in den letzten Monaten einen kleinen Wandel durchgemacht in meiner Persönlichkeit, kann man das so sagen. Also auf jeden Fall ist es ein Wandel, den ich jetzt auch mal wirklich selber bei mir spüre. Ich muss sagen, zum Beispiel damals habe ich dieses Reboot für den Kanal unter anderem auch angefangen, weil ich ein Mensch war, der sehr ideenlos war, was er mit seiner Freizeit anfangen kann. Aufgrund meiner Sehbehinderung war ich zum Beispiel nie ein Mensch, der groß was mit draußen in der Sonne spielen oder sowas anfangen konnte, weshalb ich sehr viel Zeit immer drin verbrachte beim Zocken oder eben um YouTube-Videos zu gucken oder eben jetzt für YouTube auch Videos zu machen. Also ich habe halt immer dann versucht, immer möglichst viele Beschäftigungen zu Hause zu finden. Einfach, weil ich diesen großen Reiz, im Sonnenschein herumzutollen, eben nicht hatte. Ja, und im Laufe der Jahre hatte ich mir dann aber dann mal eine bestimmte Brille zugelegt, wodurch ich dann halt im Sonnenschein deutlich besser zurechtkam. Und seitdem habe ich eigentlich immer mehr und mehr den Sommer und den Frühling zu schätzen gewusst. Und ja, jetzt besonders in diesem Jahr bin ich so aktiv im Frühling bzw. im Sommer am draußen unterwegs sein wie nie zuvor. Mittlerweile habe ich einfach wirklich neue Hobbys für mich entdeckt, die für mich einfach eine Riesenfreude sind. Zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem mit Rudern angefangen, was die erste Art von Sport ist, die mich wirklich erfüllt. Allgemein habe ich mich viel, viel mehr mit Freunden getroffen in letzter Zeit und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Also von Grund auf habe ich mich in diesem Punkt halt verändert. Ich bin kein Mensch mehr, der jetzt irgendwie ideenlos irgendwelche Hobbys zu Hause nachgeht, sondern eben ein Mensch, der jetzt versucht, ein möglichst breitfächriges Portfolio in meinen Hobbyalltag irgendwie einzubringen, weil mittlerweile ist mir einfach aufgefallen, dass diese wenigen Hobbys, wie eben Zocken, das ist mir einfach zu wenig. Ich empfinde einfach viel mehr Vergnügen und Freude, wenn ich eben auch noch viele weitere Hobbys habe und die eben dann auch damit verbunden sind, in der schönen Natur Dinge zu tun. Das soll jetzt nicht heißen, dass mir Zocken vom PC sein und Videos zu schneiden gar keinen Spaß mehr macht, aber es ist für mich nicht mehr das entscheidende Haupthobby. Und das Ding ist, wenn man eben zahlreiche Hobbys hat, dann kommen halt andere Hobbys zu kurz. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass das jetzt nicht heißt, dass diese Inaktivität für diesen Kanal jetzt für die Ewigkeit ist. Spätestens im Herbst bzw. Winter wird wieder deutlich mehr hier los sein, einfach weil gerade im Winter, wo es richtig kalt ist, hat man nicht allzu viel Lust, draußen lang zu spazieren und ich denke, spätestens da werde ich wieder deutlich aktiver auf dem Kanal sein. Mittlerweile muss ich einfach bei mir selber feststellen, dass diese wenigen Hobbys, die ich zu Hause pflege, halt, ja, mich nicht wirklich deprimieren, aber es gab halt schon sehr viele Tage in meinem Leben, wo ich ins Bett gegangen bin und den Tag Revue passieren ließ. Und gemerkt habe, bei diesem Tag war ja fast gar nichts los. Ich hing nur zu Hause, habe irgendwelche Sachen am PC gemacht und jetzt ist schon wieder Zeit, wo ich so langsam mal pennen gehen könnte. Und daher habe ich jetzt ein bisschen die Sicht auf die Welt verändert. Mittlerweile verfolge ich das Ziel im Leben, möglichst viele Eindrücke zu bekommen, damit ich irgendwann auch rückblickend sagen kann, boah, das war ein geiles Leben, wo ich möglichst viele Eindrücke bekommen habe und extrem viele Dinge ausprobiert habe. Und wenn man mit solchen Ambitionen durchs Leben dann anfängt zu laufen, ist natürlich die Sache, dass andere Hobbys dann eben auch zu kurz kommen, was einen halt dann auch wieder ärgert. Natürlich macht mich das selber auch unglücklich, dass zum Beispiel jetzt mein YouTube-Hobby wirklich extrem zu kurz kommt. Es ärgert mich einfach, wenn ich dann sehe, wie inaktiv ich auf meinem Kanal bin. Ich habe schon länger versucht, mich von diesem Druck, den ich in mir selbst aufbaue, zu befreien. Ich versuche immer, mich dazu zu zwingen, unbewusst, dass ich wöchentlich ein Video bringen will. Und wenn ich es dann irgendwann mal nicht schaffe, dann bin ich demotiviert und dann werden die Pausen immer länger und länger. Das E3-Video sollte ja zum Beispiel jetzt auch schon längst gekommen sein. Aber jetzt kam auch noch hinzu, dass ich Prüfungsstress hatte. Nicht, dass ich jetzt allzu viel gelernt habe. Meine Ausbildung ist jetzt nicht allzu schwer. Ja, aber dieser Prüfungsstress macht einen natürlich schon an Kopf und ein bisschen überfliegen tut man halt trotzdem als Vorbereitung. Und wenn man halt so einen Riesenkopf sich mit den Prüfungen macht, dann ist halt mental nicht sehr viel Platz für Videos machen. Weil ich mich dann zumindest irgendwie schlecht fühle, wenn ich dann halt die ganze Zeit irgendwelchen Videokram produziere, anstatt einfach mal mich ganz kurz für die Prüfungsvorbereitung hinzusetzen. Daher muss ich jetzt erstmal auch meinen Kopf freikriegen von diesen ganzen Prüfungen. Die sind jetzt, wenn ich dieses Video veröffentlicht habe, durch. Und ja, ich denke, dann wird auch wieder der Kanal etwas aktiver werden. Ja, ich denke, ich habe jetzt so ziemlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Nur weil es jetzt inaktiver ist, heißt es nicht, dass es für den Kanal vorübergeht. Ich würde euch wirklich empfehlen, bei Twitter oder Facebook mal vorbeizuschauen, weil da informiere ich euch so gut wie immer über die neuesten Stände. Zum Beispiel habe ich da jetzt auch erwähnt, dass ich den Monatsrückblick umändere zum Quartalsrückblick, damit ich mir auch da weniger Druck aufbaue. Also Leute, bis zu weiteren Videos auf Maitisarov TV. Tschüss!